schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr und ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich war gerade schon bei Ikea und habe endlich Bettwäsche gefunden, die auf unsere neuen Bettsachen passen. Ich hatte ja bei Emma Matratzen bestellt und ich muss wirklich ehrlich zugeben, ich habe so blöde Maße bestellt, bei denen es gefühlt keine passenden Bettbezüge gibt. Wir haben 2x2 Meter mit 50x70 Kissen und das ist wirklich sehr schwer zu finden. Ich habe überall geguckt, bei Best Secret, Zara Home, H&M Home, Ikea, Jysk, was es sonst noch alles gibt. Aber ich habe kaum was gefunden und bei Ikea habe ich jetzt eine Bettwäsche gefunden. Das ist diese hier. Die heißt Engslilja. Die war okay vom Preis. Die hat gekostet 30 Euro und das sind 2,40x2,20. Also es ist auf jeden Fall größer als unsere Bettdecke, aber mein Gott, egal. Und 80x80 Kissen, das heißt, ich muss das umschlagen, weil alles andere war so unfassbar teuer. Also falls ihr euch unsere Bettdecke nachkaufen möchtet, würde ich euch andere Maße empfehlen, weil das ist wirklich eine Katastrophe und ja, war ein bisschen unüberlegt von mir, das in den Maßen zu bestellen. Aber auf jeden Fall werde ich das gleich mal auspacken und waschen. Und dann wollte ich einfach auch meinen Nachttisch ein bisschen ansprechender gestalten und habe einmal so einen Topf mitgenommen, der heißt Honungspalm. Ich glaube, der hat 3 Euro gekostet und diese Pflanze hier, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber die war auch nicht teuer und ich fand die süß. Ich liebe ja so Pflanzen. Thema Gemütlichkeit und Schlafzimmer. Ich habe dann auch überlegt, ob ich in den Baumarkt nochmal fahre, denn wir wollen uns solche Garderobenhaken holen, damit wir meine Taschen aufhängen können, weil unsere Wand sieht so schlimm aus und es sieht wirklich nicht schön aus. Und da sind auch lauter Macken, weil ich die Taschen immer auf diesen kleinen Ministuhl gelagert habe. In Schwarz, da kommen 3 Stück neben die Tür. Und dann habe ich überlegt, ob ich den Farbton Wood oder Pearl hole fürs Schlafzimmer, um die Wand am Bett zu streichen in so einem beige, in so einem ganz, ganz hellen Beige-Ton. Weil ich finde, dass es doch echt ein Stück Gemütlichkeit reinbringen wird. Das gleiche habe ich mir auch fürs Wohnzimmer überlegt, aber da bin ich super unschlüssig, weil wir bekommen nächstes Jahr von Freunden deren Couch. Die ist beige und das ist wirklich so eine schöne Couch. Und die verkaufen ihre, weil sie selbst in eine andere Wohnung ziehen und eine größere Couch holen. Und die ist halt wirklich einfach toll. Und dann weiß ich aber nicht, ob sich das beißt. Deswegen glaube ich, lasse ich die Wohnzimmerwand erstmal noch in weiß, bis wir die Couch haben. Und generell sollen sich auch noch so ein paar Dinge verändern, wie zum Beispiel auch, dass der Fernseher an die Wand kommen soll. Das sollte eigentlich auch schon ganz lange passieren, aber wir hatten keine Halterung. Und das wollen wir die Woche einfach auch mal angehen, dass zumindest die Punkte schon mal fertig sind. Das hier ist mein Parkoutfit. Ich habe so eine Leinhose an von Stradivarius und ein Crop Top von H&M. Dazu meine Gucci-Tasche und ein bisschen Schmuck. Das ist übrigens hier unten drunter verschwunden. Hier. Der ist von Bruna The Label und das ist auch von Bruna The Label, glaube ich. Ansonsten ist mein ganzer Schmuck von Purelay, Paul Valentine, Bruna. Meine Armbänder zum Beispiel ist eins aus Griechenland, das hat mir Philipp geschenkt. Und das andere ist von Purelay. Wetter ist super angenehm, es ist wirklich nicht zu heiß und auch nicht zu kalt. Deswegen, glaube ich, ist mein Outfit ideal. Und ich glaube, ich hole mir auch im Park noch einen Kaffee, weil da gibt es ein richtig gutes Kaffee. Und ich hatte heute noch keinen und ich habe irgendwie ein bisschen Lust. Heute keinen Wocheneinkauf gemacht, aber so ein paar Sachen, die leer gegangen sind, eingekauft. Und zwar unter anderem Minze, weil wir immer so Infused Water machen. Tomaten in der Dose, wobei ich eigentlich immer die Mutti-Tomaten kaufe, weil ich die am allerbesten finde. Aber ich habe mich vergriffen. Aber nicht ganz so schlimm. Dann habe ich hier noch Nektarinen. Das darf bei uns nicht fehlen. Immer super viel Obst bei uns zu Hause, weil wir das alle super gerne essen. Dann so Mehrkornbrot. Den Orangensaft von Innocent finde ich richtig lecker. Oder den vom Aldi mit Fruchtfleisch auch sehr gut. Bananen, Frischkäse, Burrata darf auf jeden Fall nicht fehlen. Dann hat der hier im Angebot und ich habe den noch nie probiert. Das ist dieses Mousse in Zitronen. Das klang auf jeden Fall sehr lecker. Ich hatte das ja schon mal in Pistazie und das war so ein richtiger Fail. Aber das klang richtig gut. Und Quark habe ich noch gekauft. Ich glaube, ach so, ja.
Hier sind noch so ein paar Quetschis für die Maus. Aber ansonsten war es das tatsächlich im Großen und Ganzen schon noch eine Wassermelone und Kartoffeln. Ich finde das so viel schöner als vorher. Es sieht einfach direkt aufgeräumter aus und diese Decke sieht aus wie eine Tagesdecke. Also es ist so wie eine Hoteldecke, richtig cool. Und es fühlt sich einfach auch so cozy an und ich freue mich so sehr, da drin zu schlafen. Das Einzige, was ich jetzt nochmal gucken muss, ist einfach nach vielleicht so ein bisschen Deko fürs Bett. Wenn es auch Philipp geht, könnten wir das einfach mit den Kissen so lassen. Aber ich bin da irgendwie einfach so ein bisschen so Deko-Mensch. Und deswegen mal gucken, das hat da echt super, super viel. Und was ich auch machen möchte, ist noch neue Poster zu bestellen bei Desenio. Ich weiß nicht, ob euch die Seite was sagt. Die Poster sind zwar ein bisschen teurer, aber echt qualitativ sehr, sehr gut. Und die haben halt super schöne Designs. Das ist übrigens keine Werbung, einfach nur eine Empfehlung von mir. Dass ich vielleicht für den Sommer noch so ein bisschen was Farbiges hier reinbekomme und dann für den Winter was Weihnachtliches, Rotes. Weil letztes Jahr, das war so schade. Wir sind einfach über Weihnachten umgezogen, hatten so einen Stress. Und das war so nicht schön. Und dieses Jahr wird es definitiv anders. Weil die Kleine schläft und das ist so ein bisschen die einzige Zeit, wo ich mich in Ruhe fertig machen kann. Und diese 10 Minuten am Tag nehme ich mir auch, weil ich die echt brauche. Dann fühle ich mich einfach direkt besser und frischer, wenn ich so ein bisschen hergerichtet bin. Suche mir in der Zeit meistens auch noch ein Outfit raus und trinke dann meistens einen Kaffee. Aber den habe ich heute Morgen schon getrunken und ich bin immer noch nicht wieder in diesem Kaffee-Game drin. Also einer am Tag langt mir oder es liegt einfach an unserer Kaffeemaschine in unserem Kaffee, weil irgendwie schmeckt er seit ein paar Wochen nicht mehr so gut. Viele von euch wollten ein Kaffeemaschinen-Update. Wir haben ja die von Crate und ich muss sagen, dass ich die in Ordnung finde. Es war jetzt schon dreimal der Milchaufschäumer kaputt. Dann ganz oft in letzter Zeit wird kein Druck mehr aufgebaut. Also es gibt ja diese ganzen durchwachsenen Amazon-Bewertungen, die ich euch im Januar schon erzählt hatte, mit 50% gut und 50% schlecht. Und ich muss echt sagen, diese Kaffeemaschine ist echt eine Überraschungstüte von Tag zu Tag. Und ich weiß auch nicht, ob die so ewig halten wird, weil, wie gesagt, wenn der Milchaufschäumer einen schlechten Tag hat, geht er nicht. Und manchmal geht auch der Druck nicht richtig. Also ja, ich weiß nicht. Und jetzt schmeckt halt auch der Kaffee irgendwie nicht mehr so gut wie am Anfang. Er schmeckt halt irgendwie so super wässrig. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich habe nichts anders gemacht. Und der Kaffee hat halt nicht von Anfang an so geschmeckt, sondern der war gut. Und wir haben ja auch extra Bohnen von so einer Kaffeerösterei. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist noch nicht so viel geplant. Vielleicht treffe ich mich später mit Vivi, wobei ich da gucken muss, weil ich gehe heute wieder in meinen Hit-Kurs. Und der ist um 18 Uhr. Dass ich da rechtzeitig reinkomme. Heute ist meine Mom auch wieder dabei, also heute schafft sie es auch wieder. Freue ich mich sehr. Ich finde den Trainer da auch einfach so krass motivierend. Ich liebe es da richtig. Also der Kurs ist wirklich mein Favorit und vielleicht gehe ich morgen wieder zum Yoga. Ich war jetzt eine Woche nicht, weil letzte Woche ging es nicht. Aber vielleicht mache ich es morgen wieder. Der Kurs ist nämlich schon um 7 und da ich sowieso ein Frühaufsteher momentan bin, passt das ideal. Ich jetzt zu meiner Headclass und das hier ist mein Outfit heute und zwar ist der Sport-BH von H&M. Die Hose ist von Teveo und der Pulli ist auch von H&M aus der Männerabteilung. Es ist irgendwie immer noch nicht so warm, sondern recht frisch draußen und ich muss jetzt ganz schnell noch meine Sporttasche packen. Ich bin schon wieder richtig spät dran. Ich habe aber gerade noch eine vegetarische Lasagne vorbereitet, dass Philipp die gleich noch in den Ofen, also gleich, aber dass er die dann heute Abend nur noch in den Ofen schieben muss. Und wenn ich dann zurückkomme, wir dann essen können. Und deswegen bin ich schon wieder ein bisschen spät dran. Aber ich pack's noch rechtzeitig.
Lasagne, die ich vorhin gemacht habe. Und das sieht so lecker aus. Die ist vegetarisch mit Spinat und Ricotta. Das ist das erste Mal, dass ich die gemacht habe. Und es duftet so, so gut. Ich bin richtig gespannt, wie die gleich schmecken wird. Wenn es gut ist, packe ich euch das Rezept gerne unten in die Infobox. Kurzes Update zu meiner Hit Class, beziehungsweise generell. Ich gehe jetzt seit ein paar Wochen richtig regelmäßig und habe tatsächlich letzte Woche so einen kleinen Fortschritt gemerkt, dass es mir einfach leichter gefallen ist. Aber heute war das so ein hartes Training, das hat er dann am Ende aber auch gesagt, weil ich musste wirklich oft Pause machen. Also das heißt wirklich oft. Im Gegensatz zu ganz am Anfang, nicht mehr ganz so oft, aber das waren so intensive Übungen nacheinander und halt super wenig Pause. Also heute habe ich es richtig krass gemerkt und das war auch sehr viel mit Ausdauer. Und das ist so ein Punkt, an dem ich echt noch sehr viel arbeiten muss. Deswegen möchte ich zum Beispiel auch viel mehr Cardio wieder mit einbauen und auch öfter joggen gehen. Das macht mir manchmal Spaß und manchmal keinen Spaß. So eine Hassliebe zwischen mir und dem Joggen. Grundsätzlich geht es mir aber besser mit dem Sport und ich bin echt stolz, dass ich das jetzt wieder so als Routine eingebaut habe in mein Leben und dass ich das wieder als Priorität gesetzt habe. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Für mich ist das ein bisschen Kopf aus, beziehungsweise Gedanken aus und Kopf leer. Das gleiche gilt auch für Yoga, da gehe ich auch morgen früh wieder hin, weil da komme ich nochmal extrem viel besser. Das gleiche gilt auch für Yoga, aber dazu komme ich dann morgen, weil da gehe ich morgen früh hin. Aber ja, das nur so als kleines Update und ich mache mich jetzt fertig und dann gehe ich einfach nur noch schlafen, denn ich bin richtig, richtig platt. Schon auf dem Markt, beziehungsweise ich wollte euch da eigentlich mit hinnehmen, weil es da mal richtig schön ist und Samstag sind da super viele Stände und eine unfassbar große Auswahl an Essen und Blumen, aber weder Blumen noch dieses ganze Gemüse gab es heute, also das Angebot, das war super klein. Ich brauchte dann aber auf jeden Fall Zucchinis fürs Mittagessen und dann habe ich meinen Papa angerufen, weil mir eingefallen ist, dass mein Papa Zucchinis angebaut hat, schon vor einiger Zeit. Und er hatte eine kleine Zucchini für mich übrig. Schaut euch mal an, wie groß die ist im Vergleich zu meinem Kopf. Ich brauchte eigentlich so 2-3 Zucchinis, aber das ist 2-3 Zucchinis in einer. Also das langt dicke. Und genau, das werde ich jetzt auf jeden Fall gleich machen. Zum Yoga geben und nebenbei hier mein Korbenriegel zu machen. Ich bin so süchtig danach. Die gibt es beim DM und ich packe die bei den Kühlschrank und dann sind die noch geiler, gerade im Sommer. Die sind, glaube ich, auch neu, also ich habe die noch nie gesehen und die wurden neu ins Sortiment aufgenommen. Das gesalzene Pistazie. So lecker, müsst ihr auf jeden Fall unbedingt mal ausprobieren. Zum Thema Yoga. Ich muss echt sagen, es überrascht mich jedes Mal aufs Neue, wie anstrengend Yoga ist und vor allem, wie gut ich mich schon fallen lassen kann. Ich dachte, das dauert ein bisschen länger. Es ist aber schwer, dort zu filmen, einfach weil ich mich so komplett auf mich selbst fokussiere und ich mir diese Stunde ganz bewusst für mich selbst nehme. Und deswegen, vielleicht nehme ich euch da irgendwann mal mit, aber momentan, solange ich das noch nicht alles so gut kann, lasse ich es einfach bei den Nichtfilmen und natürlich einfach immer mal wieder so ein paar Updates. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen geschockt, dass ich so ungelenkig geworden bin, weil ich ja echt lange geturnt habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe über ein paar Jahre geturnt und da gehört Stretching ja auch mit dazu. Ich konnte auch Spagat und alles, aber das verlernt man natürlich mit den Jahren, wenn man das dann nicht mehr macht. Spagat steht jetzt nicht auf meiner To-Do-Liste, aber so ein bisschen gelenkiger wäre ich schon gerne. Und ich glaube, dafür ist es ganz gut. Auch neben den ganzen Kursen, die ich mache, neben dem HIIT, dem Full Body und dem, wenn ich es jetzt irgendwann die nächste Zeit anfangen sollte, dem Krafttraining, ist es, glaube ich, ganz cool. Und nur Krafttraining zum Beispiel könnte ich auch echt nicht mehr machen. Und dafür finde ich Yoga halt einfach echt schön. Wenn ihr eine Sportart sucht, bei der ihr mental gesehen abschalten könnt, euren Körper aber gleichzeitig nebenbei noch trainiert und einfach gelenkiger werden wollt, dann kann ich euch Yoga wirklich sehr ans Herz legen. Das ist wirklich einfach eine tolle Sportart dafür.
Ansonsten werde ich mich jetzt an meinen Laptop begeben. Die Kleine macht jetzt ihren Mittagsschlaf und würde mich auch an der Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns dann am Samstag zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, ciao!